Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht es, ich bin in einer anderen Umgebung mittlerweile. Also ich bin jetzt nach Heidelberg gezogen für die nächsten 2 Monate und habe jetzt auch die ersten Bestrahlungstermine schon absolviert mit der Protonentherapie. Und jetzt habe ich gleich meinen nächsten Termin und da nehme ich euch jetzt mal mit in die Klinik zu einem kleinen Follow Me Around und ja, viel Spaß. Das Heidelberger Ionenstrahlzentrum befindet sich auf dem Gelände der Uniklinik mit all ihren medizinischen Fachkliniken. Direkt daneben ist die Universität und das Campusgelände. Es ist hier alles so weitläufig und wie in einer eigenen kleinen Stadt, dass man aufpassen muss, sich hier nicht zu verlaufen. Zum HIT gelangt man am besten über die Kopfklinik. Das Therapiezentrum ist im Untergeschoss. Jeder Patient bekommt eine Karte mit Nummer. Mit dieser muss man einchecken, wenn man da ist. Danach nimmt man im Wartebereich Platz, bis die Nummer aufgerufen wird. Danach geht es weiter zur Umkleidekabine. Da der Bestrahlungsstrahl sehr präzise ist, muss auch die Lagerung sehr präzise sein. Deswegen gibt es spezielle Masken und Vakuummatten zur Fixierung. Die Vakuummatte sieht sehr bequem aus, ist aber leider steinhart. Durch einen computergesteuerten Roboter werde ich millimetergenau auf Position gefahren. Das Ganze wird noch mit Laserstrahlen und Markierungen auf meiner Haut zusätzlich exakt ergänzt. Dann geht es los. In meinem Fall dauert die reine Bestrahlungszeit ungefähr 10 Minuten. 3-mal wird die Position dabei geändert. Die Ärzte überwachen den Ablauf im Nebenraum. Dann bin ich fertig. Juhu, wieder eine Bestrahlung geschafft. Die Technik, die dahinter steckt, ist wahnsinnig beeindruckend. Hier könnt ihr erahnen, wie groß die Gantry ist. Hier auf dieser Zeichnung kann ich euch das auch nochmal zeigen. Und zwar, das ist hier die Gantry. Hier sieht man auch nochmal die Größenverhältnisse. Und das ist der Tisch, auf dem ich liege. Und der wird dann computergesteuert und robotergesteuert dann in die richtige Position gebracht. Und dann kann sich auch die Gantry zusätzlich um 360 Grad drehen, sodass Tumore eben wirklich von allen Seiten dann bestrahlt werden können. Hier seht ihr auch nochmal die ganze Konstruktion und die Ausmaße, die dahinter stecken. Also die Gantry ist 25 Meter lang und hat einen Durchmesser von 13 Metern. Und so sieht sie eben von innen aus und während der Bestrahlung wird dann unten der Boden geöffnet und dann ist hier dieser Bereich um 360 Grad drehbar. Normalerweise ist ja die klassische Bestrahlung mit Photonen und hier in der Gantry kommen Protonen und Schwerionen zum Einsatz. Und es ist so, dass der Strahl mit bis zu 3/4 der Lichtgeschwindigkeit den Patienten erreicht und dann bis zu 30 cm tief ins Gewebe eindringen kann und dabei aber gleichzeitig sehr präzise ist, sodass das umliegende Gewebe bestmöglich geschont wird. Gerade bei Tumoren, die sonst sehr schwer oder gar nicht mehr zu operieren sind, wie zum Beispiel bei Gehirntumoren, kann man so eben ganz präzise bestrahlen. Und bei mir ist es ja so, dass das Bestrahlungsgebiet sehr groß ist und bei mir ist es so, dass die Gantry sich so dreht, dass ich quasi von unten bestrahlt werde. Also ich liege auch auf dem Rücken. Und dann kann so eben auch das ganze umliegende Gewebe und die inneren Organe eben ja, bestmöglich geschützt werden. Die Gantry ist das weltweit größte Medizinprodukt. Hier seht ihr den Bau des Heidelberger Ionenstrahlzentrums. Heute versteckt sich unter diesem grünen Hügel diese einzigartige Konstruktion der Krebstherapie.